hat Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann seiner Frau ein höheres Gehalt zugeschanzt. Als Leiterin einer Kindertagesstätte soll Sybeide Feldmann unüblich viel verdient haben. Das berichtet der Hessische Rundfunk unter Berufung auf interne Unterlagen der Arbeiterwohlfahrt, die die fragliche Kita betreibt. Demnach bekam Feldmann bereits nach 2 Jahren so viel Geld, wie üblicherweise erst nach 17 Jahren gezahlt werde. In Summe 4.500 Euro brutto im Monat und damit rund 1.000 Euro mehr als Erzieherinnen in vergleichbaren Positionen. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat sich bislang noch nicht geäußert. Die AWO weist die Vorwürfe zurück. So habe es sich bei der betroffenen Kita um ein Leuchtturmprojekt mit Modellcharakter gehandelt, was eine höhere Vergütung rechtfertige. Sybeide Feldmanns Nachfolgerin in dem Job sei sogar noch besser bezahlt worden.